Wenn sich am Wochenende die Polizei um Stadien versammelt, wird mal wieder ein Fußballspiel mit Randale erwartet. Hooligans, Ultras, gewaltbereite Fans müssen von den Beamten in Schach gehalten werden. Die Vereine haben vielen von ihnen schon Stadionverbot erteilt. Doch es geht längst nicht mehr nur um Fußball. Das gewaltbereite Fanmilieu sucht sich eine neue Kampfarena, die Straße. Was wollen rechte Schläger und gewaltbereite Hooligans im Dunstkreis von Pegida und ähnlichen Bewegungen? Viele von ihnen zeigen dabei ganz offen die Fansymbole ihrer Vereine. Jüngste Ereignisse in Köln, Dresden und Leipzig zeigen, wie sich das hochexplosive Gewaltpotenzial entlädt. Warum politisiert sich die gewaltbereite Szene immer mehr? Warum wittern Rechtsextremisten hier ihre Chance? Und was können Vereine und Polizei dagegen tun? Fußballsonnabend in Erfurt. Noch bevor das Ostderby gegen Halle beginnt, ist das Spiel für diese Männer zu Ende. Rechter Hooligan-Nachwuchs vom Jungsturm Erfurt. Die Gruppe trat bereits früher mit gewalttätigen Aktionen in Erscheinung. Die Polizei nennt sie rechtsoffen. Hooligans, Ultras, rechte Schläger. Ein explosives Gemisch, jedes Wochenende. Die Polizei ordnet sie nach ihrem Gewaltpotenzial ein. Die Statistik bleibt pauschal. So sind insgesamt 14.165 Personen als Gewalttäter Sport in einer bundesweiten Datei erfasst. Davon hat Sachsen 500, Sachsen-Anhalt 367 und Thüringen 450 Männer und Frauen gemeldet. Schon mit dieser polizeilichen Erfassung beginnen die Probleme, heißt es vom Deutschen Fußballbund aus Frankfurt am Main. Er hat auch deshalb seine eigenen Fanbeobachter. Der Polizei ist nicht egal, aber die hat eine ganz einfache Kategorisierung. Die hat A, B, C-Fans. Die A-Fans, dann sind die lieben Netten, die konsumorientierten Fans. Die gehen zum Fußball, um gesehen zu werden. Und dann haben wir die B-Fans, das sind durchaus Gewaltfaszinierte, aber noch nicht gewalttätig. Und wir haben die C-Fans, die Kategorie C. Das sind dann die Gewalttätigen, da könnte man eben die Hooligans und die Hooligans zuordnen. Und die anderen sind die sich dann, wenn mal Gewaltszenarien kommen, durchaus auch mit reißen lassen, dann gewalttätig zu sein. Auch was die unterschiedlichen Fans beim Fußball suchen, ihre Motivation, erfasst die Polizei nicht. Ultras gehen zum Fußball, um Fußball zu gucken, um ihre Mannschaft anzufeuern, um ihre Stadt anzufeuern. Machen Choreografien, 90 Minuten lang singen, Fußball leben, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Gibt einen großen Zusammenhalt bei den Ultragruppen. Das ist eigentlich das, wo sie herkommen. Alles für den Verein geben, immer für den Verein da sein. Hooligans gehen zum Fußball im Endeffekt, um sich zu prügeln. Sei das jetzt innen, sei das außerhalb der Stadien. Und viele von ihnen stehen politisch rechts außen. 10% der Thüringer Hooligans sind rechtsextrem, sagt die Polizei. Und die reisen trotz Stadionverboten an, zum Ostderby Erfurt gegen Halle. Und verbünden sich mit ihren gleichgesinnten Hallenser Freunden. Ihr gemeinsamer Feind an diesem Spieltag? Die Polizei. Sie hat die Problemfans im Blick. Die szenekundigen Beamten beider Städte tauschen sich aus. Beide Vereine sind bekannt für ihre rechten Fanspektren und ihr Gewaltpotenzial. Im Stadion muss Ruhe herrschen. Hier sorgen die Vereine für die Sicherheit. Gewalt gibt es kaum noch, denn bei Verstößen drohen den Vereinen drakonische Strafen vom Fußballverband und damit leere Kassen. Die Sicherheitschefs der Stadien sind immer in Alarmbereitschaft. In erster Linie bedeutet es für einen Verein in der dritten Liga erstmal immense Kosten. Gerade solche Spieltage wie ein sogenanntes Ostderby produzieren im Bereich Sicherheit immense Kosten, die kleine Vereine mit relativ wenig Zuschauern auch am Ende erstmal stemmen können müssen. Der Preis für diesen friedlichen Fußballnachmittag liegt im fünfstelligen Bereich. Bundesweit kommen jährlich fast 1 Million Einsatzstunden der Polizei zusammen. Kameraüberwachung bis in den letzten Winkel, das Stadion als Hochsicherheitstrakt. Szenekundige Beamte vor Ort.
Hassgesänge gegen die Polizei werden hier zugelassen. Die bekannten Rechtsextremisten in der ersten Reihe bleiben unbehelligt. Der Verein bestimmt, wo die Grenze des Zumutbaren liegt, und die ist flexibel. So herrscht im Stadion offiziell Ruhe. Auch ein Verdienst von Fanprojekten und Betreuern, die seit Jahren mit jungen Fans arbeiten, unter schwierigen Bedingungen. Das Fanprojekt Erfurt ist jetzt mit 3 vollen Personalstellen besetzt. Und die Finanzierung läuft über eine Teilfinanzierung DFB, Stadt und Land. Es ist natürlich so, dass gerade Landes- und Stadthaushalte natürlich immer neu verhandelt werden. Das heißt, wir stehen dabei als projektfinanzierte Einrichtung sozusagen natürlich auch immer zur Debatte, sage ich jetzt mal. Und anschließend an das, was ich gerade gesagt habe, ist es für uns natürlich, wäre es für uns ein großartiger Effekt, eine institutionelle Förderung zu bekommen, um auch das Zeichen vielleicht zu setzen, dass Fanprojekte eine feste Institution der Jugendhilfe und vor allem der sozialen Arbeit mit Fußballfans sind. Es bleibe viel zu tun, warnen Fanforscher. Denn die rechtsextreme Ideologie verschwindet nicht. Sie suche nur andere Ausdrucksformen, die in der Fankurve akzeptabler sind. Man merkt also, in dem Moment, wo rassistische Fremdenfeinde, rassistische Dinge zunehmend sanktioniert werden und man nicht sensibel ist für Diskriminierungen, werden genau diese Formen genutzt, um wieder rechter Ideologien zu vertreten. Denn Sexismus, Homophobie sind ganz wesentliche Bestandteile einer rechtsradikalen Ideologie. Und insofern kann ich die nutzen. Und es gab ja mal vor nicht allzu langer Zeit ein fatales Sportgerichtsurteil beim Deutschen Fußballbund, als der Weidenfeller laut Aussage von Gerald Asamoah dem Asamoah gesagt hat, du schwarze Sau. Daraufhin wurde der Weidenfeller gesperrt für 6 Wochen. Dann gab es eine Revision und dann fiel dem Weidenfeller ein, der muss sich verhört haben, ich habe nicht schwarze Sau gesagt, sondern schwule Sau. Und jetzt kommt das Fatale. Und daraufhin hat das Sportgericht das Urteil um 2 Wochen verkürzt, also nur noch 4 Wochen. Nach dem Motto, eine schwarze Sau ist schlimmer als eine schwule Sau. Es ist das gleiche Weltbild. Und es ist immer noch da. Grundsätzlich kann man sagen, es gibt in sehr vielen Stadien, sei das jetzt Bundesliga, zweite Liga, dritte, vierte Liga, noch im Hintergrund Überbleibsel aus den 90ern von Hooligan-Gruppen, die jetzt in den letzten Jahren verstärkt wieder auch offen auftreten. Viele dieser Gruppen waren jetzt nicht verschwunden, die waren immer da, aber gehen nicht mehr zwangsläufig ins Stadion. Das heißt, entweder haben sie Stadionverbot, sind einfach älter geworden, hat an der Einstellung aber meist nichts geändert. Viele von diesen Gruppen haben klare Verbindungen zur rechten Szene, zur neonazistischen Szene. Und das ist vielleicht das Wichtigste, sie spielen immer im Hintergrund noch eine Rolle. Verdrängt aus dem Stadion sucht sich die Szene ein neues Ventil und findet es auf der Straße. Oktober 2014. Neonazis und Hooligans machen Köln zu einem Schlachtfeld. Die sogenannten Hooligans gegen Salafisten inszenieren sich als Schützer eines vermeintlichen Volkswillens. Unser Staat, unser Land, verstehst du? Ja, seid ihr am Arsch, Alter! Scheiß Islamisten! Dumpfer Hass bricht sich Bahn. Die Polizei ist überfordert. Ich glaube, bei einer Bewegung wie Hogesa spielen 2 Faktoren eine Rolle. Die erste ist natürlich das Event. Stärke zeigen, Macht zeigen, Gewalt ausüben, ein Erlebnisbecken für Gewalt zu bilden auch. Die zweite ist natürlich, allein schon der Name impliziert, Hooligans gegen Salafisten, das ist eine politische Bewegung, auch wenn sich viele der Leute, die dahin gehen, unpolitisch nennen mögen, ist es ein klar definiertes politisches Ziel. Wir möchten hier gegen die Gefahr der Islamisierung, in diesem Fall die Gefahr, die durch Salafisten besteht, vorgehen. Ein einfaches Feindbild, das für Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen soll. Hooligans und einschlägig bekannte Rechtsextremisten wie Siegfried Borchardt, Nils Larisch
und Michel Fischer reisen aus dem gesamten Bundesgebiet zu den Hogesa-Veranstaltungen in Köln und Hannover. Polizisten, Journalisten, Migranten und Gegendemonstranten werden in Köln durch die Straßen gejagt. Im Internet inszeniert sich die Szene selbst. Und die rechtsextreme Band Kategorie C liefert den Soundtrack zum Gewaltexzess. Heute schächten sie scharfe Rinder, morgen vielleicht schon Christenkinder. Anti-Islamismus und Rassismus zur Akustikgitarre. Hooligans gegen Salafisten, wir wollen keinen Gottesstaat. Die Band ist in der Erfurter Neonazi-Kneipe Kammwegklause gern gesehen. Draußen kontrolliert die Polizei Musiker und Konzertbesucher. Drinnen bleibt die Szene unter sich und ungestört. Gegenproteste gibt es an diesem Abend keine. Die Bremer Band hat ihre Wurzeln in der Hooligan- und Neonazi-Szene. Der Name ist kein Zufall. Kategorie C, so bezeichnet die Polizei gewaltbereite Fußballfans. Seit fast 2 Jahrzehnten liefert die Band die musikalische Begleitung zu Hass und Gewalt. Am Ende dieses Abends löst die Polizei das Konzert auf, weil ein verbotenes Lied gespielt wurde. Doch was macht die Verbindung von Fußball und Rechtsextremismus aus? Der Fußball hat 2 Dinge. Einmal hat einen ganz hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Das ist die Sportart Nummer 1, hat eine ganz große mediale Aufmerksamkeit, was natürlich auch nochmal attraktiv für junge Menschen ist, weil sie damit auch rechnen können, dass sie das, was sie tun, dann auch entsprechend medial rüberkommt. Zum anderen muss man natürlich sehen, hat der Fußball bestimmte Segmente oder Strukturen, die zumindest eine Affinität, das sind nämlich Männlichkeit, verdichtete Orte, also diese Wir-Sie-Dichonomien, der Feind, der Gegner, also wir und die, und wo man also Feindbilder aufbauen kann. Männlichkeit, Aggressivität als ein durchaus prämierter Wert, das Durchsetzungsvermögen, der es für bestimmte Rechte, also für die Rechten vielleicht eher wahrscheinlich macht, dass man sich da wohlfühlt. Auf deutschen Fußballplätzen und in den Stadien war offene rechtsextreme Hetze noch vor ein paar Jahren Alltag. Schwarze Spieler wurden beleidigt. Neonazi-Symbole offen zur Schau getragen. Fanforscher sprachen von rechter Stadionfolklore. Rechte Hooligans machten Jagd auf Ultragruppen, die sich gegen den Rassismus in den Fankurven wehrten. Nach wie vor unterwandern organisierte rechtsextreme Vereine. Und Neonazi-Kameradschaften treten als Fußballmannschaften auf. Es gab da auch Strategiepapiere der NPD, wo gesagt wurde, wir müssen unsere Ideen an den Grassroots vermitteln. Das war in einigen Gegenden auch erfolgreich, gerade in geringer besiedelten Gegenden, wo dann eben auch jeder jeden kennt, und dann ist der Herr von der NPD eben nicht der Herr von der NPD, sondern ist es der erfolgreichste Stürmer mit 35 Saisontoren oder so. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren auch einige Neugründungen von Vereinen gehabt, zum Beispiel Ostelbien in der Nähe von Magdeburg, die aus der klar hooligen, rechtsextremen, neonazistischen Ecke gegründet wurden und wo dann eben ein Verein nicht unterwandert wurde, sondern ein Verein mehr oder weniger von Neonazis für Neonazis gegründet wurde. Und wo, wie man jetzt bei diesem Beispiel auch sieht, die Fußballverbände nicht so eine richtige Antwort drauf finden. Stadionverbote für Einzelne lautet die Antwort der Vereine. Rechtsextreme Fangruppen dürfen ihre Logos im Stadion nicht mehr zeigen. Die Polizei observiert, ermittelt hier und da eine Razzia. 2012 gegen Mitglieder der Hooligan-Gruppe Faust des Ostens aus dem Umfeld von Dynamo Dresden. 2015 stuft der Bundesgerichtshof die Hooligans Elbflorenz als kriminelle Vereinigung ein. Endlich ein Präzedenzfall. Trotzdem sind sich Forscher einig. Wichtiger als Strafverfolgung ist antirassistisches Engagement im eigenen Fanblock. Man muss einfach sagen, alles Engagement, was wir jetzt erleben gegen Rassismus im Fußball, kam nur durch Fanseite zustande. In den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, haben sich
Fangruppen, antirassistische Fangruppen oder auch ganz normale Fangruppen, die einfach keine Lust auf den allgegenwärtigen Rassismus in den Stadien hatten, zusammengeschlossen in Fanclub-Dachverbänden, in antirassistischen Fangruppen vor Ort oder wie bei uns, verbindungsaktiver Fußballfans, um einfach mal zu zeigen, hey, wir haben hier ein Problem, niemand spricht darüber, die Vereine sprechen nicht darüber, der DFB spricht nicht darüber. Dieser Verein tut es aber. Roter Stern Leipzig spielt in der Stadtliga und die Fans wollen Fußball leben, ohne Nazis, ohne Rassismus, ohne Menschenfeindlichkeit. Für dieses Engagement und diesen Kampf gab es den Sächsischen Demokratiepreis und den Julius-Hirsch-Preis des DFB. Konrad Lippert kümmert sich um die Bildungsarbeit im Verein. Klare Statements fordert er auch von anderen Vereinen und Verbänden. Das ist das Hauptargument. Sport ist Sport, Politik ist Politik. Das empfinde ich als Quatsch. Also Sport ist für mich ebenso Kultur und Politik. Es ist ein Zuschauersport, dort treten gesellschaftliche Widersprüche auf. Und genau deswegen muss dort auch gezielt Engagement für eine tolerante und offene Gesellschaft passieren. Die klare Position der Fans und Spieler gegen Neonazis hatte Konsequenzen. Bei den Auswärtsspielen der Bezirksliga schlug ihnen pure Gewalt entgegen. In Brandes war der Fall, dass ein Ordner dort das Tor geöffnet hat und dann dort 30, 40 organisierte Nazis, Hooligans, gewaltaffine Leute eingeströmt sind. Die waren vorbereitet, dort lagen Eisenstangen, Holzknüppel bereit. Und dann haben diese Leute angefangen, egal ob Spieler oder eben Publikum, Zuschauende, wurden dann attackiert. Und da wurde auch kein Unterschied gemacht, ob da jetzt ein junger Mann steht oder eben eine junge Frau oder eben Jugendliche, Kinder. Es war ein Gewaltexzess, der nur darauf gezielt hat, eben den Roten Stern und seine Anhängerinnen anzugreifen. Roter Stern wird vermutlich aufsteigen. Dann geht es wieder ins Umland von Leipzig. Nach Brandis, nach Schildau, nach Mügeln. Sicherheitskonzepte werden nötig sein. Attacken sind wahrscheinlich. Das ist natürlich zweigeteilt, meine Meinung dahingehend. Zum einen schwingt immer Unwohlsein mit. Auch wenn man Vereinigungen wie die Terrorgruppe Muldental verbietet, verschwinden die Leute nicht. Die Leute werden trotzdem dort auftauchen, wenn wir dort spielen und uns gezielt deswegen attackieren, weil wir uns gegen Rassismus, Antisemitismus engagieren. Und trotz alledem ist eben ein Spiel in der Provinz auch immer eine Möglichkeit, die eigenen Ideale dort vorzuleben, zu zeigen, dass es auch anders geht. Dass man Sport betreiben kann mit den Werten Freiheit, Gleichheit und Teamgeist. Zunächst aber rücken vor allem die gewalttätigen Fans in die Öffentlichkeit. Dresden 2014. Es ist die Stunde der Pegida-Bewegung. Von Anfang an marschieren Mitglieder der Hooligans Elbflorenz und Faust des Ostens mit. Die Pegida-Organisatoren um Lutz Bachmann haben beste Kontakte in die gewaltbereite Fanszene von Dynamo Dresden. Die zahlen sich jetzt aus, warnt Olaf Sundermeier. Der Journalist beschäftigt sich seit Jahren mit Rechtsextremismus im Fußball, hält bundesweit Vorträge. Die Aufwertung dieser rechtsextremistischen, rechtsmotivierten Hooligans kommt daher, dass man sie von Anfang an für diese Pegida-Demonstration gewonnen hat. Als eine Art Schutztruppe, die im Prinzip das Gewaltmonopol dieser Demonstration insgesamt vor Ort bei den Demonstrationen durchsetzt. Und diese Leistung aus Sicht der Hooligans führt zu einer absoluten Aufwertung im Selbstverständnis der Hooligans und zu einer angehobenen Selbstvergewisserung dieser Gruppierung. Und zu einer gesellschaftlichen Aufwertung. Hinter dem Pegida-Banner marschieren Bürger, Neonazis und Hooligans Seite an Seite, vermischen sich Parolen und Propaganda. Und bei Pegida bleibt es nicht. Von Sygida in Suhl bis Legida in Leipzig. Überall sind die rechten Schläger dabei. Und der Bürger, der demonstrieren geht, akzeptiert das. Beispiele: Thomas P. mit Deutschlandfahne. Er war Inhaber des rechtsextremen Szeneversands Front Records, verurteilt wegen Volksverhetzung und Bedrohung. Mit gelber Kapuze sein Freund, Kampfsportler Benjamin Brinser, aus dem Umfeld der rechtsextremen Ultras Szenario Lock. Er hat gute Kontakte zu Ricardo S., der am Rand der Demo lauert,
Der Althooligan ist seit Jahrzehnten in der Neonazi-Szene aktiv. Beim Angriff auf den Roten Stern in Brandis hat er mitgemacht. Rund 300 rechte Schläger sind bei Legida in Leipzig immer dabei. Hier können sie das ausleben, was in den Stadien nicht mehr geht. Jagd auf ihre Feinde. Journalisten, Politiker, Gegendemonstranten. Beim Fußball würde die Polizei eingreifen. Hier steht sie oft daneben und sieht zu. Und dann wundern wir uns natürlich, warum es eben auf einer Demo wie Legida möglich ist, dass da zig neonazistische Hooligans komplett vermummt rumlaufen, das Vermummungsverbot, was in Stadien durchgesetzt wird, da nicht durchgesetzt wird, dass es dort neonazistischen Hooligans möglich ist, Gegendemonstranten, Pressevertreter auch durch komplette Städte zu jagen. Das sind alles Szenarien, die passieren beim Fußball so nicht, weil dort aus irgendeinem Grund auch immer sehr viel beherzter von der Polizei eingeschritten wird. Die Schläger kommen ungestraft davon und fühlen sich bestätigt aus den Reihen der Bürger. In Leipzig werden sie offiziell von der Bühne aus willkommen geheißen. Ein Redner dankt ihnen sogar. Nun ein letztes Wort an euch Hools, die ihr heute Abend wieder hier seid, weil ihr versprochen habt, das Volk vor der Antifa zu schützen. Wenn die Politik unsere Polizei weiter so kaputt spart, dann werdet ihr noch einmal gefordert sein, Seite an Seite mit diesen Polizisten Recht und Gesetz zu verteidigen. Dahinter steckt ganz klar das historische Konzept der SA. Es ist eine Wunschvorstellung von diesen Rechtsextremisten. Ich sehe nicht die reale Gefahr, dass rechtsmotivierte Hooligans sich tatsächlich als SA in Deutschland durchsetzen. Aber die Wunschvorstellung, das Selbstverständnis dieser Leute ist tatsächlich so, dass man sich im Prinzip als der als derjenige sieht, der das Gewaltmonopol für Rechtsextremisten und auch andere fremdenfeindliche Bürger hier gegen politische Gegner und auch vor allen Dingen gegen Leute zum Beispiel aus dem Bereich der radikalen Islamisten durchsetzt. Und dahinter erkenne ich eindeutig so etwas wie das historische Konzept der SA, dass man sich zum Vorbild nimmt. Sind wir wirklich so weit, dass Rechtsextreme Demos abschirmen und bei Bedarf auch Gewalt anwenden? So, wie es einst die SA tat? Zumindest fühlen sie sich stark. Am Rande der Legida-Demo, bedrohliche Szenen am Leipziger Hauptbahnhof. Die Jungs von Lok, sagt der Legida-Organisator, sorgen für Sicherheit. Gemeint sind die Fans von Lok Leipzig, die schreien und einschüchtern und zuschlagen. Einen Tag später distanziert sich der Fußballverein offiziell von Legida. Roter Stern ist bei jeder Gegendemonstration dabei. Nicht selten mit einem gesponserten Transporter der Bekleidungsmarke Lonsdale. Einst besonders gern von Rechtsextremisten getragen, setzt das Unternehmen nun klare Zeichen gegen rechts und gemeinsam mit Roter Stern gegen Legida. Ich bin der Meinung, dass man das nicht hinnehmen kann, erst recht nicht, wenn die Bewegungen sich immer weiter nach rechts positionieren und wenn man jetzt das Sekret des Ganzen sieht, eigentlich im Kern auch nur aus Neonazis bestehen. Und ansonsten, ja, Adel verpflichtet, wir sind ein antifaschistischer Fußballverein. Alle Vereine müssen sich klar positionieren, fordern Fanforscher. Fehlen solche Zeichen, fühlen sich die rechten Schläger willkommen. Das Engagement muss gewollt sein. Wenn sich am Wochenende die Polizei um Stadien versammelt, wird mal wieder ein Fußballspiel mit Randale erwartet. Hooligans, Ultras, gewaltbereite Fans müssen von den Beamten in Schach gehalten werden. Die Vereine haben vielen von ihnen schon Stadionverbot erteilt. Doch es geht längst nicht mehr nur um Fußball. Das gewaltbereite Fanmilieu sucht sich eine neue Kampfarena, die Straße. Was wollen rechte Schläger und gewaltbereite Hooligans im Dunstkreis von Pegida und ähnlichen Bewegungen? Viele von ihnen zeigen dabei ganz offen die Fansymbole ihrer Vereine. Jüngste Ereignisse in Köln, Dresden und Leipzig zeigen, wie sich das hochexplosive Gewaltpotenzial entlädt. Warum politisiert sich die gewaltbereite Szene immer mehr? Warum wittern Rechtsextremisten hier ihre Chance?
Und was können Vereine und Polizei dagegen tun? Fußballsonnabend in Erfurt. Noch bevor das Ostderby gegen Halle beginnt, ist das Spiel für diese Männer zu Ende. Rechter Hooligan-Nachwuchs vom Jungsturm Erfurt. Die Gruppe trat bereits früher mit gewalttätigen Aktionen in Erscheinung. Die Polizei nennt sie rechtsoffen. Hooligans, Ultras, rechte Schläger. Ein explosives Gemisch, jedes Wochenende. Die Polizei ordnet sie nach ihrem Gewaltpotenzial ein. Die Statistik bleibt pauschal. So sind insgesamt 14.165 Personen als Gewalttäter Sport in einer bundesweiten Datei erfasst. Davon hat Sachsen 500, Sachsen-Anhalt 367 und Thüringen 450 Männer und Frauen gemeldet. Schon mit dieser polizeilichen Erfassung beginnen die Probleme, heißt es vom Deutschen Fußballbund aus Frankfurt am Main. Er hat auch deshalb seine eigenen Fanbeobachter. Der Polizei ist nicht egal, aber die hat eine ganz einfache Kategorisierung. Die hat A, B, C-Fans. Die A-Fans, dann sind die lieben, netten, die konsumorientierten Fans. Die gehen zum Fußball, um gesehen zu werden. Und dann haben wir die B-Fans, das sind durchaus Gewaltfaszinierte, aber noch nicht gewalttätig. Und wir haben die C-Fans, die Kategorie C. Das sind dann die Gewalttätigen, da könnte man eben die Ultras und die Hooligans zuordnen. Und die anderen sind die sich dann, wenn mal Gewaltszenarien kommen, durchaus auch mit reißen lassen, dann gewalttätig zu sein. Auch was die unterschiedlichen Fans beim Fußball suchen, ihre Motivation, erfasst die Polizei nicht. Ultras gehen zum Fußball, um Fußball zu gucken, um ihre Mannschaft anzufeuern, um ihre Stadt anzufeuern. Machen Choreografien, 90 Minuten lang singen, Fußball leben, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Gibt einen großen Zusammenhalt bei den Ultragruppen. Das ist eigentlich das, wo sie herkommen. Alles für den Verein geben, immer für den Verein da sein. Hooligans gehen zum Fußball im Endeffekt, um sich zu prügeln. Sei das jetzt innen, sei das außerhalb der Stadien. Und viele von ihnen stehen politisch rechts außen. 10% der Thüringer Hooligans sind rechtsextrem, sagt die Polizei. Und die reisen trotz Stadionverboten an, zum Ostderby Erfurt gegen Halle. Und verbünden sich mit ihren gleichgesinnten Hallenser Freunden. Ihr gemeinsamer Feind an diesem Spieltag? Die Polizei. Sie hat die Problemfans im Blick. Die szenekundigen Beamten beider Städte tauschen sich aus. Beide Vereine sind bekannt für ihre rechten Fanspektren und ihr Gewaltpotenzial. Im Stadion muss Ruhe herrschen. Hier sorgen die Vereine für die Sicherheit. Gewalt gibt es kaum noch, denn bei Verstößen drohen den Vereinen drakonische Strafen vom Fußballverband und damit leere Kassen. Die Sicherheitschefs der Stadien sind immer in Alarmbereitschaft. In erster Linie bedeutet es für einen Verein in der dritten Liga erstmal immense Kosten. Gerade solche Spieltage wie ein sogenanntes Ostderby produzieren im Bereich Sicherheit immense Kosten, die kleine Vereine mit relativ wenig Zuschauern auch am Ende erstmal stemmen können müssen. Der Preis für diesen friedlichen Fußballnachmittag liegt im fünfstelligen Bereich. Bundesweit kommen jährlich fast 1 Million Einsatzstunden der Polizei zusammen. Kameraüberwachung bis in den letzten Winkel, das Stadion als Hochsicherheitstrakt. Szenekundige Beamte vor Ort. Gesänge gegen die Polizei werden hier zugelassen. Die bekannten Rechtsextremisten in der ersten Reihe bleiben unbehelligt. Der Verein bestimmt, wo die Grenze des Zumutbaren liegt, und die ist flexibel. So herrscht im Stadion offiziell Ruhe. Auch ein Verdienst von Fanprojekten und Betreuern, die seit Jahren mit jungen Fans arbeiten, unter schwierigen Bedingungen.